Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Und wenn du in der Schule bist, hab bitte keine Angst, du Depp. Ich hab in deinem Lunchgepäck meinen Schwanz versteckt. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Wer kann mir sagen, aus welchem Lied diese Line kam? Aber es soll gar nicht das Thema sein. Bevor das Video beginnt, erstmal eine kleine Story erzählen. Yeah! Wie dem auch sei, liebe Leute. Und zwar hat sich bei mir herausgestellt, mega viele Leute interessieren sich auch privat ein bisschen für mich. Was mache ich in meiner Freizeit so? Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute eine kleine Frage-Antwort. Leute? Also, Dinger, der Punkt ist halt, dass Tim früher ein bisschen komische Videos gemacht hat. Was heißt früher? War, dass Tim einfach in dem Video so sympathisch rüberkommt, ja? Schau selber, wie du klarkommst, du Bastard. Er ist jetzt nicht irgendwie St. Martin oder sowas. Ich bin natürlich nicht St. Martin. Ja, und naja, er ist ein klassischer Ektomorph, hat einen schnellen Metabolismus. Er ist ein typischer Ekto, hat einen schnellen Metabolismus. Die ganzen Fatzkes. Ja, aber ohne Scheiß, Tim. Aggressiver Tom Riddle, ich schwör's. Wie war dein Notendurchschnitt? Liebe Leute, ihr kennt mich als jemanden, der vorbildlich ist, konsequent, als auch intelligent, sehr angeregt. Also ich hatte Klasse, ich hatte eine Klasse, ja. Ruf mal Sascha bitte an. Hey, servus Sascha. Ich habe hier auf Twitter gepostet, die Leute sollen Fragen stellen. Die Leute haben halt geschrieben, dass ich dich jetzt mal anrufen soll und ja, das habe ich jetzt gemacht. Was für eine Scheiße. Ja, ich mache hier gerade ein Video. Bin ich gerade in deinem Video? Du bist gerade im Video. Hey. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ich habe selber Videos geschaut und so und hab's gedacht, hey Digga, das kannst du auch. Konnte ich nicht. Kann ich im Übrigen immer noch nicht. Und zwar ist hier eine interessante Frage. Nico, warum lebst du noch bei deinen Eltern? Ja, Leute, wisst ihr, für mich ist der Punkt einfach an der Lage, mir geht's gut, mir geht's perfekt, ja, ich bin finanziell, ist alles in Ordnung. Wie insolvent. Wie hast du dich in deiner Schulzeit ernährt? Vegan, nicht vegan? Ich bringe jetzt ein bisschen mehr Ernährung und auch ein bisschen mehr Fitness auf meinem zweiten Channel, auf dem Lifestyle-Channel, also schaut da vorbei. Wie findest du Saschas neue Haarfarbe? Das ist eine gute Frage. Ich finde die Haarfarbe eigentlich relativ... Also als ich Sascha das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, er hat mich direkt an den Typen von Green Day erinnert. Ich finde aber, was ich gut bei der Frisur finde, ich finde, die betont nochmal Saschas riesige Stirn. Ja, auf der Stirn, da kann man viel machen. Flugzeuge können landen, Menschen können geborgen werden, Arbeitsplätze werden geschafft. Würdest du eher ein Jahr lang keine Bitch flanken oder mit YouTube für ein Jahr aufhören? Alter, die Antwort ist safe, Alter. Die Antwort ist absolut safe. Ich würde die Bitch nehmen, was los, Bob? Nein, war nur Spaß. Der war gut, oder? Nee, Alter. Was für Ziele hast du mit YouTube? Leute, die Ziele sind groß, ich weiß. Mein Ziel auf YouTube für mich und für euch ist es einfach, dass ihr euch verpisst! Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich habe heute mal ein bisschen ein informatives Video. Wahrscheinlich informativ, oder? Ein bisschen Frage-Antwort-Video rausgehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen-Video nach oben. Oh ja, also ansonsten machen wir es gut. Ja, ta, 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 ta.